Herzlich willkommen zu Star Fox Zero, das ich hier dank eines Nintendo-Besuchs vor einiger Zeit ausführlich spielen konnte. Teils solo wie hier, teils im Koop und das mit wechselnden Kameraperspektiven, denn man schaut aufs Gamepad oder auf den Fernseher und manchmal auch auf beides gleichzeitig. Das Prinzip ist altbekannt, ihr steuert eine Rasselbande von Weltraumkampfpiloten, die Welt retten. Corneria heißt diese Welt, Serienfans natürlich altbekannt. Ja, und auch bekannt ist die Unterteilung des Levels in Phasen. Jetzt haben wir erst den Anflug geschafft, jetzt beginnt Phase 2. Da oben in diesem Turm sitzt unser General, den müssen wir verteidigen. Erstmal gegen Luftangriffe. Wobei diese grüne Kugel, die ich da gerade geschossen habe, hier, ich kann sie auch am Gleiter erstmal hängen lassen. Das ist so eine zielsuchende Rakete. Und ich markiere, wenn ich in diesem Modus spiele, die Gegner im Prinzip durch drüber fliegen bei gedrückter Y-Taste, dann werden die so markiert. Ja, jetzt gibt es innerhalb der Phase nochmal eine Neuerung. Die Luftstreitkräfte der Feinde ziehen sich zurück. Stattdessen kommen böse Spinnen gleich. Und darum gehe ich auf den Boden in diesen Kampfgleitermodus. Das war also jetzt ganz nahtlos. Ich könnte auch wieder starten und diesen Kampf aus der Luft führen, aber ich entscheide mich für den Bodenkämpfer, für den Walker. Wenn euch hier vielleicht wundert, warum ich gar nicht so richtig sehen kann, was ich da beschieße teilweise, täuscht euch nicht, das ist einfach nur die Sicht auf dem Fernseher. Ich kann aber auf das Gamepad schauen, ist natürlich hier schwer jetzt darzustellen und vor allem nicht zu capturen. Und ziele dann quasi gerade auf dem Gamepad außerhalb des Sichtbereichs auf dem Fernseher. Bisschen verwirrend, die Steuerung ist auch nicht einfach, also man braucht da eine Weile, aber ihr seht, ich habe es geschafft. Achso, was ich auch noch sagen sollte, was ihr hier immer an Einblendungen habt, der verschiedenen Charaktere, hier der General gerade, das hört ihr in Wahrheit, wenn er selber spielt, das kommt dann aus dem Lautsprecher des Wii U Gamepads. So, und jetzt gilt es, die fliegende Schlachtfestung Androsa runterzuholen. Und das ist ganz knifflig, weil, wie gesagt, ihr habt ja einerseits die indirekte Steuerung quasi, wenn ihr auf den Fernseher schaut, und könnt aber gleichzeitig auch das Gamepad benutzen. Also so richtig mit Hin- und Herschwenken und Cockpit-Sicht auf dem Gamepad. Und das lässt sich dann auch einschalten, wann ihr genau das nehmt oder wann nicht. Ihr könnt auch die Cockpit-Sicht auf den Fernseher bringen und ja, die Fernsehersicht geht dann aufs Gamepad runter. Aber das alles ist sehr verwirrend, vor allem auch, weil hier auf die Festung gerade zentriert wird in der, sag ich mal, Außenperspektive. Das heißt, ich muss es da unten links in diese Schleuse reinfahren, aber das ist unglaublich schwer, weil ihr im Prinzip die ganze Zeit denkt, ihr fliegt woanders hin durch diese Zentrierung auf die Mitte. Und dass ich es hier doch schaffe, wieder erwarten, liegt daran, dass ich gerade mit dem Gamepad steuere, was ihr natürlich nicht sehen könnt. So, jetzt sind wir innen drin, hier der Beweis, da unten ist noch die Spielwelt und wir laufen aber jetzt zum Reaktorkern und den müssen wir dann in einer Bullet Hell Shooter Einlage zerstören. Geschafft. Natürlich war das in Wahrheit etwas länger. Ich schneide hier halt sehr kreativ und vor allem auch um die NDA-Vorgaben von Nintendo zu erfüllen. Die Seiten füllen, glaubt es mir. So, jetzt haben wir auch das geschafft und trotz der Schnitte ist das durchaus nicht ungewöhnlich, diese Vielfalt an Aufgaben innerhalb einer Mission. Das gefällt mir bereits jetzt wirklich sehr, sehr gut an Star Fox Zero. Gehen wir mal weiter. Und zeigen mal die Karte. Wenn ihr nämlich einen Abschnitt erfüllt habt, dann werden die nächsten zugänglich oder der nächste. Hier ist schon ein bisschen was freigeschaltet, das seht ihr. Ich könnte also jetzt gleich in die 1, 2, 3, 4, 5. Welt gehen. Das mache ich aber erstmal nicht, sondern wir bleiben auf Sektor Alpha, also die normale Progression quasi im Spiel. Und haben da erstmal eine Weltraumschlacht zu erfüllen. Zwischen den Missionen, wie gesagt, denkt euch die Stimmen dazu, die aus eurem Gamepad-Lautsprecher kommen. Gibt es dann den Update zur Lage, was ihr tun müsst und ja, ja dann geht es eben weiter. In dem Fall müssen wir mehrere
Kreuzer des Gegners zerstören. Und jetzt schalte ich mal gleich in die Cockpit-Sicht um. Also erstmal hier die normale Außensicht mit der indirekten Steuerung. Also mit indirekt meine ich einfach, dass er halt nicht im Cockpit sitzt und dass er indirekt die Gegner markiert, auf die er dann schießt. So, das hier geht schon in die Luft, das Feindraumschiff. Jetzt nehmen wir uns den hier vor, die Geschütze vor allem. Und jetzt seht ihr mich in der Gamepad-Sicht fliegen. Also jetzt steuere ich gerade mit dem Gamepad, aber ich gucke auf den Fernseher, sonst würde unser Capture-Gerät das gar nicht capturen können. Und wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Wobei ich muss echt sagen, teilweise ist diese Cockpit-Sicht wahnsinnig nützlich, gerade wenn man was genau anfliegen möchte. Aber so insgesamt habe ich doch lieber in der Außenperspektive gekämpft. So, jetzt müssen wir auch hier wieder landen auf einem dieser Kreuzer. Und dann geht es wieder in der Walker-Figur weiter. So, hier sind wir schon in der nächsten Welt. Und zwar müssen wir hier erstmal einen Luftkampf gewinnen, um dann auf diese riesige, ringförmige, künstliche Welt zu kommen. Wenn ihr mal darauf achtet, werdet ihr hier gelbe Schussreihen sehen und grüne Salven. Die grünen Salven kommen von meinen Co-Piloten. Also wir spielen es hier gerade im Koop-Modus und Starwolf-Pilot Pygma kommt. Ein ganz gefährlicher Gesell, darf ich euch verraten. Und der eine Spieler nimmt dann eben Wii Remote oder Pro Controller und steuert in der Außensicht. Und der andere steuert per Gamepad auf seinem eigenen Bildschirm die Zusatzkanone. Und es ist schwer, den da im Blick zu behalten. Darum gibt es so ein Zentrieren auf den Gegnermodus. Und jetzt haben wir ihn gleich, den Pygma. Ja, mittlerweile sind wir auf der Weltraumstation gelandet. Das seht ihr da hinten noch, dass da diese Krümmung ist. Und hier müssen wir mehrere solche, Pferde beseitigen, um zu dieser Kampfmaschine zu kommen. Die wurde nämlich gekapert, dieser riesige Koloss, der da gerade im Bild war. Und den müssen wir jetzt zurückerobern. Und darum, ich kann es nicht lassen, muss erstmal hier drauf schießen noch, sollen wir in eine Station und die Kommunikation quasi wieder aktivieren, um die Kontrolle über das Gerät zurückzuerlangen. Dann gibt es auch solche Einlagen, wo wir quasi auf diesen sich hebenden Säulen im richtigen Moment weiterspringen müssen. Ja, und ich weiß, ich rede sehr viel, aber es ist auch so unglaublich viel, was da passiert. Es ist wirklich ein abwechslungsreiches Spiel mit Steuerungsproblemen oder sagen wir mal mit einer schwierig zu erlernten Steuerung, aber also wirklich abwechslungsreich. Diverse fahrbare Untersetzer. Hier ist schon der nächste, der Girowing. Und das ist quasi, ja, fliegt sich wie ein Helikopter, ihr könnt damit in der Luft wirklich schweben. Und jetzt seht ihr den Koloss von oben. Wir haben ihn noch nicht ganz freigeschaltet, sondern erst Phase 1 dazu quasi geschafft, indem wir da angedockt sind an dieser Kommunikationszentrale. Und jetzt müssen wir dasselbe nochmal machen, also das Andocken. Das war jetzt gerade noch nicht zu sehen, hier zeige ich es euch. Wir fliegen jetzt in der Obendraufsicht an diese Plattform heran, von dem Giganto-Teil, und lassen dann unten einen kleinen Roboter raus, der mit einem Kabel mit uns verbunden ist. Dadurch ist die Reichweite auch beschränkt. So. Und jetzt habt ihr auch wieder die Wahl. Steuert ihr den Roboter in 3D oder wie hier, das mache alles ich, einfach in der Außenperspektive. Das geht meistens besser, aber nicht immer. Jo, und jetzt laufen hier die grünen Signale rein, das Betriebssystem ist aktiviert, der Roboter kann sich befreien, oder der Gigarilla, Entschuldigung, der mobile Schlachtriese, und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir den nämlich durch Voranfliegen und Tastendrücken quasi lenken, damit er nicht hier in den Teleport rennt von den Bösen, sondern uns hilft, sie zu zerstören. Also wirklich, hier wird einiges geboten, sehr viel Abwechslung. Und also das war beim Spielen überwiegend die reine Freude.
Aber bleiben wir mal im Gyro-Wing und beschäftigen uns mit Zones, auch einem der ja jedem Fan bekannten Planeten der Star Fox-Welt. Und hier müssen wir auch schießen, aber sehr viel mehr den Roboter einsetzen. Und ja, ihr werdet es gleich sehen, auch so Schalter drücken, Energiefelder deaktivieren. Schauen wir mal, was so passiert. Ja, wiederum in die drei Phasen geteilt, den Schild aktivieren. Ich schalte hier mal wieder in die Cockpit-Perspektive um. Das heißt, ich steuere jetzt auch gerade in der direkten Sicht. Das bin also gerade ich. Dass man durch diese Reifen durchfliegen kann, wenn man Schaden hat, das wisst ihr bestimmt. Jetzt hier zum Beispiel gilt es, diesen Scheinwerfern auszuweichen oder auch wieder zu infiltrieren. Das machen wir jetzt gleich mal. So. Ein bisschen Energie tanken, also Hitpoints wieder auffüllen. Und dann lassen wir den Roboter runter. Und jetzt schalten wir mal in die Ego-Sicht des Roboters. DirectV. Und da müssen wir jetzt in dem Fall wieder uns hier anschließen, umpolen. Dann gibt es eine eingeblendete Live-Kamera. Außen habt ihr mich gerade gesehen. Das habe ich ganz schnell umgeschaltet gehabt. Jetzt hole ich ihn zurück. Wie einen unfolgsamen Hund, den man so an der Leine zu sich heranzieht. Nur im Comic natürlich, liebe Tierschützer, nicht wirklich. Und jetzt ist oben offen in diesem Reaktor. Und jetzt muss ich mich da quasi von oben schießend und diesen Laserstrahlen ausweichend nach unten arbeiten. So, jetzt sind wir ein ganzes Stück in dieser Mission gesprungen, haben es fast geschafft, landen ein weiteres Mal unseren Roboter an, wobei jetzt fieserweise zieht sich die Plattform ein. Ich habe es gerade noch geschafft. Und jetzt schaue ich wieder auf mein Gamepad und sehe dort den Roboter, wie er so einen, ja, weiß nicht, Schalter oder irgendwas eben abschießt. Und das ist jetzt quasi fast des Rätsels Lösung. Wir fahren zurück zu unserem Gyro-Wing. Ich lade ihn ein. Und weiter geht's. Mal so eine kleine Ego-Shooter- oder Flugsim-Einlage hier. Muss ich dieses Schiff bekämpfen, habe Raketen und normale Schüsse. Geschafft. Was vielleicht ein bisschen kurz kommt durch die Auswahl der Szenen, ist, dass auch viel gelabert wird zwischendrin. Und wie gesagt, die Stimmen hören wir halt jetzt leider nicht durch unser Capturing. Aber die müsst ihr euch immer dazu vorstellen. Und es doch immer wieder so ein bisschen Story gibt oder so, dass das Miteinander im Team zelebriert wird. Das ist wirklich schön gemacht. Ja, das ist ein harter Kerl hier, dieser komische Traktoren. Roboter. Aber es gibt da einen kleinen Trick, wenn wir mal ein bisschen zurückfliegen und oben diese Stahlträger abschießen. Was könnte da passieren? Ihr ahnt es. Heck. So, jetzt ist das, glaube ich, der finale Schritt, genau. Wir haben es geschafft. Die Selbstzerstörungssequenz ist eingeleitet. Und sofortige Flucht wird empfohlen. Okay. Wir holen noch schnell unseren Roboter und fliegen hier hinterher. Ja, und diese Sequenz kürzen wir ab. Ist auch nicht so schwer gewesen. Und haben dann einen Schnitt später die Mission geschafft. Ja, ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Das mit der Steuerung müsst ihr mir glauben natürlich, dass die nicht so ganz super einfach intuitiv ist. Aber was hier abgebrannt wird an Vielfalt bei Star Fox Zero, das ist doch schon ganz ordentlich. Und ich muss euch sagen, ich freue mich sehr auf das Spiel, das demnächst erscheinen wird.